Dankeschön. Also ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und einmal einen Impuls geben darf in Richtung systemische Führung. Und weil Führung ein Thema ist, das in aller Munde ist, konzentriere ich mich auf systemisch, auf die Definition und möchte auf die Frage, woran wir uns tagtäglich den Kopf stoßen, vielleicht die Antwort geben daran. Eine Situation, die uns allen vielleicht geläufig ist. Man kommt heim und überlegt sich das Verhalten der Kinder. Das ist gerade so, als hätten sie noch nie was von Miteinander gehört. Oder in Unternehmen fragt man sich, was soll ich denn noch alles tun, dass meine Mitarbeiter vollen Einsatz zeigen? Oder wie wir heute schon gehört haben, sie zeigen vollen Einsatz und man fragt sich dann, wie kommt es, was hat man denn da richtig gemacht? Ohne die Stimmung jetzt nach unten fallen zu lassen, aber vielleicht geht es Ihnen auch so, ihr sitzt daheim und schaut Nachrichten und denkt, irgendwas ist da los, die Welt fällt irgendwie auseinander und ich verstehe nicht ganz, warum. Das, was mich daran interessiert und aus dem systemischen Blickwinkel sehr, sehr interessant ist, woran kranken denn all diese Unternehmen? Und ich weiß, dass ich hier versuche, ein ganz komplexes Thema in kurzer Zeit anzureißen und es war ganz schön zu sehen, dass der ein oder andere schon von den systemischen Prinzipien gehört hat. Woran kranken denn diese Systeme? Und zwar fange ich da an bei Familiensystemen, Unternehmen, aber auch die EU oder die Weltgemeinschaft. Vielleicht ist da die fehlende Bindung. Und ein Thema, was mich mit dem Stefan Hagen, meinem Kollegen, sehr beschäftigt ist, wir haben jetzt die Vernetzung, wir haben Social Media, wir haben Enterprise 2.0 und da müsste man ja eigentlich denken, so viel Vernetzung, da dürfte Verbindung und Bindung gar nicht fehlen. Aber dem ist eigentlich doch so. Also braucht es irgendetwas, das über das Vernetztsein hinaus uns verbindet? Und das war sehr schön, in der Pause auch das Gespräch zu haben und zu sehen, dass systemisches Denken, das ich einfach als Antwort sehe, mehr ist als nur eine Verpackung, sondern es ist wirklich eine Haltung, eine Einstellung und eben eine neue Art, die Dinge anzugehen. Ich möchte es, den Unterschied zwischen Vernetzung und systemisch ein bisschen illustrieren. Hier ein Haufen Menschen. Jeder ist motiviert durch Eigeninteresse und es ist so, arbeiten Menschen so in Organisationen, kann dieser Menschenhaufen geteilt werden, ohne dass das Unternehmen Schaden nimmt. Aber dem ist eben nicht so. Die Menschen sind miteinander vernetzt und jeder, der auf Twitter oder auf Facebook ist, der weiß, dort, wo die Vernetzungen ganz stark sind, das sind genau die, die viele Followers oder Friends haben. Und das muss ich berücksichtigen, wenn ich irgendwie Wirkung zeigen will. Hier in diesem Bild sieht man, dass Systeme bzw. vernetzte Menschen auch schon in Organisationen eine Hülle haben und diese Hülle hilft ihnen, sich abzugrenzen. Und das ist wirklich so zu verstehen, dass das ohne Bewertung ist. Also dass wir, dass das zusammengehört im Gegensatz zu den anderen. Was bei mir jetzt noch dazu kommt, in diesem System, dieser Art von Systembedenken, ist das übergeordnete System. Das heißt, das System selber ist eingebettet in einem übergeordneten System und steht damit in einem Kontext. Und weil wir alle diese übergeordnete Systeme aus der Familie kennen, möchte ich das mal anhand der Familie illustrieren. Hier haben wir eine Familie, Vater, Mutter, Kinder und diese Familie lebt in einer Gemeinde, das ist halt hier die Gemeinde Sateins und ich bin nicht aus Sateins. Und die Familie erhält Stabilität dadurch, dass die Familienmitglieder untereinander in Beziehung stehen, aber auch jeder sich auf die Familie bezieht. Die Bindung zur Familie gibt den einzelnen Familienmitgliedern auch die Identität und jeder gehört zur Familie und muss dadurch nichts leisten und das so erhält die Familie auch Stabilität. Zur Stabilität der Familie trägt aber auch bei, dass die Familie in diesem Dorf wohnt und ihren Beitrag zur Gemeinschaft und sich zugehörig zur Gemeinschaft dadurch fühlt, dass sie sagt, ja, wir möchten unseren Beitrag leisten, indem wir zum Beispiel unterstützen und wir machen das durch eine besondere Art von Freundschaft. Übertragen wir das Ganze jetzt auf ein nächsthöheres oder größeres System, wäre das das Unternehmen. Hier ein Unternehmen in der Gesellschaft, in der Vorarlberger Gesellschaft. Und wir sehen, dass auch die Stabilität und die Leistungsfähigkeit von diesem Unternehmen abhängt davon, wie stark das Netzwerk ist unter den Mitarbeitern. Und jeder kann so, indem er seinen Platz in diesem Unternehmen findet, seinen Beitrag leisten zum Erreichen der Unternehmensvision oder Mission.
Das Unternehmen auch hier ist in diesem übergeordneten System und dann kann sich das Unternehmen fragen, okay, welchen Beitrag wollen wir leisten, zum Beispiel an gesunden Arbeitsplätzen. Wir haben es heute schon gehört, ein Beitrag zur Umwelt. Also Sie sehen, das ist mehr als nur irgendeine Dienstleistung oder Produkt, sondern es ist tatsächlich nur einen übergeordneten Sinn. Und indem das Unternehmen einen Beitrag leistet zu diesem, zur Vorarlberger Gesellschaft, stärkt es die Vorarlberger Gesellschaft, aber sich auch selber, weil es ja Teil dieses Systems ist. Bei den systemischen Prinzipien ist es so wie mit den Naturgesetzen. Wenn man die Naturgesetze respektiert, dann kommt man relativ heil durchs Leben. Ansonsten möchte ich aus dem zweiten Stock gehen und werden wir wahrscheinlich die Nase blutig hauen. Mein Ansatz ist oder mein Wunsch ist, dass wenn Sie das nächste Mal sich denken, das kenne ich doch die Situation irgendwie, da habe ich mir doch schon einmal den Kopf dran geschlagen, vielleicht, dass Sie sich überlegen, ein systemisches Prinzip, gibt es da irgendeins, eines dieser drei, die dann nämlich heißen, Ordnung, Zugehörigkeit und Achtsamkeit, und die Ordnung wäre eben hierdurch dargestellt durch den Steuermann, die Zugehörigkeit durch die Familie und die Achtsamkeit. Ich hoffe, ich habe Sie ordentlich verwirrt, Sie haben viele Fragezeichen im Kopf und wenn Sie dann denken, das ist super, jetzt möchte ich doch wissen, was das tatsächlich ist, weil aus diesem Referat habe ich nichts verstanden, dann ist mein Zweck erreicht. Vielen herzlichen Dank, schönen Abend. Applaus